Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medieval Dynasty. Der gute Seth ist auch dabei. Hi. Und wir machen uns jetzt an die Feldarbeit. Ein bisschen habe ich ja hier schon versucht zu düngen. Hat auch ein bisschen funktioniert. Okay. Ich konnte einfach da am Abend gar nichts mehr sehen. Wir düngen jetzt mal fertig und hoffen, dass wir dann noch irgendwas hier anpflanzen können auf dem Feld. Schauen wir mal. Jetzt können wir wahrscheinlich die Sachen von Herbst nicht mehr anpflanzen, aber ist ja auch egal. Oh, Wasser schon mit Dünger. Mensch, viel Dünger habe ich aber nicht rausbekommen. Na gut. Ich glaube, ich muss nochmal Dünger kaufen gehen. Wie viel hast du denn mitgebracht? Ich glaube 19 oder so hatte ich irgendwie da. Ja, das sind dann nicht mal ganz 10 Dünger. Ja, das war ein bisschen zu wenig hier. Naja, gut. Was kann ich jetzt? Roggen kann nicht gepflanzt werden in der Jahreszeit. Auch nicht, auch nicht. Kohlsamen geht. Gut, Kohl ist ja gut, weil da kann sie auch Suppe draus machen. Muss ich, glaube ich, nochmal einkaufen gehen. Also wir brauchen... Oder wir brauchen mehr vergammeltes Essen, aber das vergammelt einfach gar nicht so schnell. Und das ist auch super ineffizient, also wirklich. Huch, Verwaltung der Felder mit N. Aha. Ja, wir können Felder benennen. Warte mal. Du machst das, okay. Jetzt sehe ich auch, was da drauf ist an coolen Sachen. Cool, man sieht da richtig, was da für, also was da gepflanzt wurde. Ja, für alles andere ist tatsächlich die falsche Jahreszeit. Es geht wirklich nur Kohl jetzt. Das heißt, ich müsste eigentlich noch Dünger und Kohlsamen holen. Und dann könnten wir das ganze Feld mit Kohl vollhauen. Oh, okay. Guck mal, die Setzlinge werden größer. Oh, siehst du das? Ja, ich sehe das. Folgendes, würdest du vielleicht mal ein paar einfache Rezepte in der Küche freischalten? Also irgendwas, was ich auch kochen kann, was wir haben? Haben wir da irgendwas? Oh, ich glaube, ich habe mit der Hacke einen Kirschbaum zerstört, weil eigentlich hatte ich drei, jetzt sind hier nur noch zwei. Oh nein. Ja, ich glaube, der ist kaputt gegangen, weil ich hier aus Versehen im Dunkeln rübergegangen bin. Oh scheiße, ist auch weg. Also richtig weg. Die war nicht günstig. Naja, gut. Blöd. Okay, was soll ich machen, Maus? Lass mich mal kurz gucken. Ne, Zwiebeln haben wir nicht, rote Beete haben wir nicht, Eintopf und Kohlsuppe haben wir bereits. Okay, ich glaube, du musst noch nichts tun. Okay. Oh, ich denke, wir sind bereit, ein Kind zu bekommen. Nee, bin ich nicht. Tschüssi. Pilzsuppe vielleicht. Du könntest Pilzsuppe freischalten. Wo denn? In der Küche. Du hast nämlich das ganze Geld, deswegen frage ich dich. Du musst nicht in die Küche gehen. Nein, ich muss doch erstmal die Steuern bezahlen. Ja, das stimmt. Weil ich habe auch nur noch 200 und meintest du nicht, wir müssen 200 Steuern bezahlen? 200 noch was. Warte mal, sagtest du nicht, ich kann da jemanden hinschicken? Ja, du kannst jemanden darum bitten, da hinzugehen. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt noch genug Geld haben. Warte mal. Gefallen? Ah ja, könntest du das Geld zum Kastellan bringen? Ja, mach ich mal. Die Steuern werden erst im Frühjahr fällig, für den Moment ist alles in Ordnung, sagt er. Hä? Oh. Aber ich dachte, wir müssen. Ah, okay, dann haben wir Glück gehabt. Ah, hier, dann, wir haben Schulden. Warte doch. Nee, wir haben noch keine Schulden. Doch, wir haben Schulden. Das ist das, was fällig werden wird. Ja, Maus, ich habe ihn gerade angesprochen. Wir haben Schulden. Geh mal hin und bezahl. Sagt er, wir haben nicht genug Geld, um die Schulden zu begleichen. Oh. Also wir haben Schulden, wir können es uns aber nicht leisten. Ja, das ist blöd. Ah, Mann, ey. Aber ich habe gar nichts, was ich verkaufen kann. Mist. Jetzt haben wir jetzt schon Sommer, ne? In Piastofia sind Ausrufezeichen. Kann ich da was abgeben? Ja. Also, wie kann ich damit? Ich gehe mal nach Piastofia, da kann ich mit Leuten reden. Vielleicht kriegen wir ja was. Mal gucken. Also, irgendwie müssen wir Geld rankriegen. Ja. Gott, ist das teuer. Aber meintest du nicht, du hattest gesehen, wir hätten 200 Schulden? Vielleicht waren es noch keine Schulden. Ich weiß es nicht. Weil ich habe ja mehr als 200 und es geht nicht. Aber du kannst aber selber gucken. Also. Ich habe gerade nicht die Zeit beim. Ich glaube, es ist jetzt zu Schulden geworden. Es war letztes Jahr, es hat noch keine Schulden. Vielleicht ist es jetzt auch teurer geworden. Ich glaube, im Frühjahr wird doch bezahlt und es war früher jetzt. Also die wären, letzte Jahreszeit wären die fällig gewesen. Die 261 sind es. 261? Wie viel habe ich denn? Nein, ich habe nur 257, vielleicht deswegen. Deswegen reicht es nicht ganz. Ja gut, da muss ich ja nicht viel verkaufen für. Nein. Aber dann kann ich jetzt auch nichts freischalten, weil das reicht ja nicht. Nein, mehr. Das ist wahr.
Oh, da ist was. Das ist eine Hütte. Da gehe ich mal eben gucken, ob ich da was abstauben kann. Ich glaube, da war ich schon mal. Die kommt mir so bekannt vor. Mal sehen. Wo ist denn mein Bogen? Da. Hallo, ist hier jemand? Oh, komme ich da nicht rein? Hallo? Tierfutter habe ich gefunden. 3 Stück. Toll. Ja, 41 Münzen, immerhin. Stroh. Ein Seil, das ich nicht mitnehmen kann. Schon leer. Mehl. Und noch ein Säckchen. Und die Säckchen kann man auch nicht schlecht verkaufen. Könnte ich auch noch verkaufen. Roggenkörner. Ja. Ja, ins Haus komme ich irgendwie nicht rein. Schade. Aber da sind doch Sachen drin. Wie komme ich denn da rein? Von hier? Ah. Da. Das sieht gut aus. Eine Bronzesichel. Geil. Wenn wir ernten müssen. Stärketrank. 3 Stück. Die sind bestimmt wertvoll. Vulkan. Bierflasche. Weiß ich nicht, wie viel das wert ist. Was war das gerade? Nee, benutzen will ich nicht. War es das schon? Na gut. So viel war es nicht, aber mein. Okay. Oh, wen haben wir denn da? Ist das ein Bandit? Sieht nicht banditig aus, aber mal gucken. Hallo? Hello. Händlerin, zeig mir deine Waren. Ich kann dir meine Waren nicht zeigen. Warum nicht? Weil ich nicht genug Waren zum Zeigen habe. Aber vielleicht kannst du mir deine zeigen. Ich kaufe sie dir zu sehr vorteilhaften Preisen ab. Okay. Ich brauche allerdings sehr genaue Mengen. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich habe hier nur eine Art von Dingen. Aber warum versuche ich es... Ich fürchte, ich kann dir nicht von deiner Liste genau diese Mengen verkaufen. Okay, die Federn, Haferbrötchen, Kohlköpfe. Okay, interessant. Eigentlich geht doch nichts über Nordwind, wenn man feitschen will. Ist das so? Ja. Na gut. Okay, also der muss man ganz bestimmte Sachen bringen. Dann bringt die einem aber gut Geld. Okay. Wenn wir mal genug Kohlköpfe haben, könnte ich ihr 12 Kohlköpfe bringen. Mhm. Müsste ich die nicht auch... Ist der Kastellan nicht hier in der Hauptstadt? Müsste ich ihm doch auch eigentlich selber bezahlen geben können. Ich wüsste, wo der ist. Wie der Osa. Ich wünschte, die wären mehr markiert hier, so die wichtigen Leute. Can I help you with anything? Hier wollte ich nicht hin. Bierflation. Bewohner aus Augsburg. Abliefern an Derwan. Haferkorn. Na gut, das ist ein bisschen viel. Holzhacke 8 Stück. Salz 47. Gott, ist das alles. Stücke. Das hier könnten wir machen. Hier will einer so für Feuer. Also 12 Fackeln, Holzstamm 4, Stock 27. Und da kriegt man echt viel Geld. Das versuche ich mal. Ja, mach das. Und Holzhammer 4 Stück, da gibt man auch ein bisschen was. Okay, versuche ich mal. Siehst du die neuen Quests, die ich angenommen habe, auch? Ja, ich muss sie nur highlighten, glaube ich. Moment. Okay. Oh, it's you again. My wares never disappoint. Ja, das ist machbar. Ja, ne? Ich würde zuerst das mit dem Feuer machen. Brauchen wir denn um Fackeln her? Das wäre schön, hier steht so eine
Sängertruppe und die singt voll schön. Ist voll cool gemacht. So, hier habe ich eine Quest abzugeben, Bogudan. Ich bin hier, um dich zu warnen, das Ende der Welt steht bevor. Was? Ich habe keine Zeit für sowas. Ach, wie wir alle, denn bald ist die Zeit hier abgelaufen. Okay. So, entschuldige, aber möchtest du vielleicht wissen, dass das Ende der Welt kommt und es ist unausweichlich? Ach, wie bitte? Nein, natürlich nicht. Vielleicht hast du Hunger und deshalb redest du so einen Unsinn. Ja, wer weiß. Okay. So, kann ich jetzt die Untergangsquest abgeben? So, ich habe einen Bescheid gesagt, Zwir. Ich habe deine Mission erfüllt, großer Verstandöffner. Also sind die Menschen gewarnt worden? Wie haben sie es aufgenommen? Ja, also, die meisten von ihnen war es eine Menge zu verkraften. Ach, gut, gut. Doch nun, meine teure Freundin, nun müssen wir schnell handeln. Ich hatte eine Vision und jetzt weiß ich, wie wir dieses Unheil aufhalten können. Was? Was sagst du? Gewiss, eine Vision. Es gibt ein Ritual, das unter dem Baum im Sumpf durchgeführt werden muss. Ach, da gibt es aber so viele Bäume. Aber doch nicht unter irgendeinem Baum. Dem Baum, der ist besonders. Du wirst ihn erkennen. Ach, wie sieht das Ritual bitte aus? Ich hoffe, es werden keine Menschen- und Tieropfer verlangt. Ach, zuerst müssen wir alle benötigten Gegenstände sammeln. Etwas Roggen, zwei Stück gebratenes Fleisch, zwei Barsche, einen Stein. Ja klar, ich beschaff sie. Okay. Gut, hast du gehört, ja? Es ist noch nicht vorbei. Mann, gut. Ich hatte schon Angst. Du müsstest mir mal, damit ich dann die ganzen Sachen herstellen kann für die andere Quest, so Holzstämme in meine Behausung. Ich bin schon fleißig dabei. Am besten zu mir nach Hause, dann habe ich sie gleich da, wenn ich wiederkomme und kann sagen. Ich stell dir gerade Fackeln her. Cool. So, wo ist denn hier der Kastellan in dieser Stadt? Wie hieß denn der? Oh, bist du nicht der? Ja! Warte mal. Nö, kann ich... Ach ja, hier, meine Schulden begleichen. Endlich, gib das Geld her! Ja, da scheint alles zu sein, aber sei das nächste Mal nicht so spät. Das werde ich nicht. Oh. So, ich habe bezahlt. Die einfache Fackel ist nicht die Fackel, die sie brauchen hier. Das ist schwieriger jetzt. Oh, nee. Okay. Wo stelle ich dann die nicht einfache Fackel her? Und die Holzhammer? Diese müssten aber gehen. Oh, aus Leder. Oh Gott. Wir haben aber, glaube ich, Leder. Ja, wir haben Leder. Moment. Aber die Holzhammer sind ja aus Holz, also das müsste eine einfache Quest sein. Ja, aber ich mache erst das Schwierige und arbeite mich dann zum Einfachen. Nee, Mathe ist das Einfache, das kann ich doch dann gleich abgeben. Na, ja, du kriegst aber erst, wenn du alles zusammen hast. Hä, das sind doch zwei Quests. Die Holzhammer ist eine eigene Quest. Ja, okay. Ja, warte mal. Mhm. Moment. Ah, Männer. Sei nicht so abschätzig. Es gibt's doch nicht, dass hier niemand Zeug verkauft. Okay, ich komm nach Hause. Das ist nur der Fuhrmann. Okay. Holzhammer, ja? Ich glaube, ja. Muss nochmal an die Quest gucken. Ich bin gerade am Laufen. Ich kann jetzt gerade nicht gucken. Kann ich hier Sachen klauen? Nee, schade. Wollte ich noch irgendwas holen, wenn ich schon hier bin? Nee, ne? Ich wollte die Steuern bezahlen. Dünger habe ich hier nicht gefunden. Wo ist denn dein Haus eigentlich? Ich wohne am Wasser direkt. Na, das Haus. Du kannst auf die Schilder gucken. Ja. Ich stehe vor deinem hohen Haus. Das mickrige davor. Ja, ich sehe es. Mhm. Ist schon niedlich. Mhm. Guck mal, ob ich von hier noch nach nach Ostoja laufen kann und da vielleicht noch, mal Dünger kaufen kann. Wie viele Holzstämme waren das? Okay, der Wolf hat mich, glaube ich, nicht so ganz mitbekommen. Gut. Bin ja direkt an den Wolfsbau gerannt. Oh doch, da ist er. Mann, jetzt nimm doch dein scheiß Messer raus. Nee, bin tot. Also das klappt irgendwie nicht. Wenn die Tiere einen angreifen, hat man aber keine Chance. Man ist einfach tot. Hm. In dem Moment weiß man schon. Habe ich jetzt hier schon irgendwas drin? 4 Hämmer auf jeden Fall. Den Rest sammle ich gerade. Und da muss ich die Fackel noch herstellen. Ah, da sind die Hämmer. Ich sehe schon. Du kannst mir helfen, indem du Stöcker sammelst.
Habe ich keine Stöcker bei mir in der Kiste? Nö. Nicht genug. Ich brauche die Stöcker, glaube ich, auch, um die Fackeln herzustellen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Moment. Ach, das Schema ist nicht freigeschaltet für die Fackel. Na, ich habe noch 200 jetzt an Gold wieder. Also das kostet 250. Okay. Okay, also das wird erstmal nichts. Ich habe Stöcker sogar. Also ich kann selber einen Hammer machen. Wir können die Fackel nicht herstellen, die du für die Quest brauchst. Ah, die Fackel. Und wie macht man den Hammer? Mit dem Holz. Ich brauche einen Holzstamm, dann kann ich mir den Hammer noch machen. Die Hammer hast du schon. Achso, das reicht die schon. Die liegen in deiner Kiste, du brauchst nur 4. Okay. Aber die Belohnung ist auch nicht hoch. Ja, aber es geht ja auch um den Ruf und so. Ja, das ist unbestritten, ja. So, unsere Köchin kocht nicht mehr, weil wir keine Vorräte mehr zum Kochen haben. Ist es jetzt zu spät, loszurennen? Weiß ich nicht. Na, der fehlt so die Zusatzsachen da. Wie bitte? Na, der fehlen die Kohl Zusatzsachen. So. Aber haben wir Kohl nicht angepflanzt? Tatsächlich sogar? Oh, ich habe 9 Verdorbenes. Das heißt, ich kann sogar ein bisschen was machen. Also ich kann selber ein bisschen Dünger noch herstellen, sehe ich gerade. Nee, das kommt hier nicht rein. Müssen wir das Feld dann jedes Jahr aufs Neue düngen? Das ist ja ganz schön lästig dann. Ich denke, das muss man immer wieder alles machen. Oh Gott. Warte mal. Wieso kann ich jetzt hier keinen Dünger machen, wenn ich doch Dingens habe? Wie viel hast du denn? Ah, nur 9 und man braucht 10. Ja. Okay, ich verstehe. Ja. Gut, dann nicht. Es ist ja zu spät, noch loszurennen. Ich weiß es nicht. Renn doch einfach. Also noch da schaffe ich es wahrscheinlich noch. Zum Hämmer abgeben, das kann ich glaube ich noch machen. Ja. Aber ich kann jetzt glaube ich nicht den Dünger noch holen. Ich muss leider mal ganz kurz aufstehen, ich bin sofort wieder da. Kein Problem. Ich finde das so doof. Ich finde es blöd, dass der so lange dauert, den Bogen zu spannen. Das finde ich ein bisschen unpraktisch. Da ist das Tier schon 30.000 Kilometer weit weg, bevor mein Bogen hat. Oh, was ist denn hier? Ja, geil. Nehmen wir alles mit. Das ist mir noch nie aufgefallen hier. Okay. Halt. Nein. Sehr schön. Sonst noch was? Nee, ich glaube, das war's. Sehr nett. Weil ich nie auf den Wegen laufe. Deswegen ist es mir, glaube ich, nicht aufgefallen. Na, kriegen wir's? So, wieder da. Na, ich würde unsere Köchin, glaube ich, mal in die Sammelhütte schicken, damit sie ein bisschen Erz schürfen kann oder was auch immer sie da abbauen kann. Na, aber das mag sie ja nicht. Also er musste erst gucken, ob sie das auch mögen würde. Weil sonst sind die nachher unglücklich, weißt du? Ich weiß nicht, ob das was mit mögen zu tun hat. Na doch, die sagen einem ja, was sie mögen und was nicht. Die sind dann unhappy, wenn sie einen Job machen müssen, den sie doof finden. Na, sie ist vom Beruf Koch, das ist schon doof. Ja, vielleicht lieber wen anders? Wir haben niemanden sonst. Kann sie das nicht eine Weile machen? Sie ist gerade wirklich nutzlos, wie sie hier rumsteht. Na gut, aber die muss dann nachher wieder Köchin werden. Das müssen wir uns schon irgendwie merken. Klar. Dann. Das ist ja traurig. Ja, wo gebe ich denn die Holzhämmer ab? Hier an der Tafel? Nee. Hier ist auch noch eine Quest, da können wir 8 Holzhacken machen. Das sollte ja auch einfach sein. Mhm. Ich bin nicht ganz sicher, wo ich die abgebe, hier die fertigen. Ich sehe nur ihn hier. Wie heißt derjenige bei der Quest? Nee, nicht da. Hammer.
Drogomir, wo lebt er denn? Ah, ich kann die Quest verfolgen. Gut, jetzt. Da. Haha. So, Drogomir, ich habe da einen neuen Hammer für dich. Mhm. Versuche ihn dieses Mal nicht zu verlieren, sonst raste ich aus. Mhm. Pass auf, ich mache hier nur Geschäfte urteilsfrei. Okay, wir haben ein paar Münzen bekommen und ein bisschen Reputation. Toll. Immerhin. How are you? Wants to see my wares? Irgendwas, was ich noch verkaufen kann. Oh, Met bringt ja richtig gut. Ich verkaufe mal meinen Met. Die Satteltasche könnte ich auch verkaufen. Bringt 510, aber die Satteltasche ist wahrscheinlich auch geil, sobald wir tatsächlich ein Pferd haben. Dann noch teuer. Was ist hier los? Wow, hier rennt die ganze Zeit mich so ein Typ um und tut sich selber scheinbar dabei weh und ächzt die ganze Zeit rum. So, okay. Ein bisschen witzig. Keiner. Hm. Man, hier ist so ein großer Markt, aber man kann einfach keine Samen und nichts machen. Schade. Das sind alles Kinder, die verkaufen mir wohl eher nichts. Wer bist du so? Auch kein Händlersymbol. Oh, ich könnte uns Gänsenküken kaufen. Das können wir uns sogar leisten, Gänse. Aber da brauchen wir erst wahrscheinlich ein Häuschen für, oder? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube nicht. Hm. Weiß es nicht. Kauf sie doch einfach. Hast du die Schulden schon bezahlt? Ja, hab ich. Aber ich... Okay. Und landen die denn einfach bei uns auf dem Hof irgendwo? Ich weiß es nicht. Das müssen wir ausprobieren, fürchte ich. Ah nee, ich kann sie nicht reinmachen. Kein Gebäude. Ich hätte jetzt ein Gebäude... Ich muss ein Gebäude auswählen, wenn ich die Gans nehme. Geht tatsächlich nicht. Okay, das klappt nicht. Oh, ich kann Fertigkeiten skillen, sehe ich gerade. 8 Holzhacken, dann haben wir auch eine Quest erfüllt. Ich habe schon 2 Holzhacken, ich bräuchte noch 6 Holzhacken. Wow. Könnte ich wieder eine Quest abgeben. Das ist ganz schön viele Holzhacken. Ja, ne? I wonder when the new supplies are going to come. Ich habe mal was geskillt. Also wie viel Geld habe ich denn jetzt? Du wolltest doch noch was kaufen, ne? Was wolltest du haben bei Technologie? Ist gar nicht so wichtig, vergiss es. Doch nicht? Weil dann würde ich mir jetzt vielleicht was anderes überlegen. Ja, wir haben tatsächlich wichtigere Dinge hier. Also Dünger, was auch immer. Ich guck gerade mal so durch, ob hier irgendwas Wichtiges ist. Ästhetisch. Also nichts Ästhetisches. Rezepte sind okay, aber nichts Ästhetisches. Ja, ich guck gerade mal hier in unserem... In unserer Küche. Also wir haben jetzt zum Beispiel Roggenkorn. Da könnten sie sowas draus machen aus Haferkorn. Hier brauchst du Zwiebel, Steinpilz. Das sind so viele Pilze. Holzschale und Eier. Eier haben wir noch nicht. Milch auch nicht. Mehl und einen Eimer Wasser, dann könntest du Fladenbrot machen. Mhm. Das könnte man machen eigentlich. Oder Mehl und... Gut, wir können noch kein Mehl gewinnen. Also wenn wir noch wir haben Mehl da, lustigerweise. So ein bisschen, da könntest du schon was draus machen. Hm. Da müsste man ihr halt noch Eimer Wasser mit hinstellen. Weiß ich nicht. Guck mal, was haben wir sonst noch? Das ist, glaube ich, alles Ästhetik. Ah, hier ist eine richtige Fackel für die Jagdhütte. Ob das die richtige Fackel ist, die der eigentlich wollte? Nein, die richtige Fackel kannst du in der Werkbank herstellen. Das Rezept ist nicht freigeschaltet, wie gesagt. Das können wir machen. Aber in der Jagdhütte steht hier. Nee, das ist was Ästhetisches. Nein, Maus, hier steht... Fackel, wenn ich auf die Jagdhütte gehe, Fackel, ein Werkzeug, wird an der Werkbank der Werkstatt hergestellt, wird als Lichtquelle und zum Anzünden von Lagerfeuern verwendet. Ja, an der Werkbank hergestellt. Aber wir haben noch kein Rezept dafür in der Werkbank. Na, ich müsste das hier bei der Jagdhütte, wie gesagt, freischalten. Das Rezept. Das wird an der... Was? Ja, das ist hier bei der Jagdhütte drin. Guck doch selber. Alles voll kein, das macht doch voll keinen Sinn. Guck doch selber. Wo sehe ich denn... Ah, hier Technologie. Jagdhütte gleich das erste Rezept. Fackel.
Das ist kein ästhetischer Gegenstand, sonst würde da nämlich stehen ästhetischer Gegenstand. Du hast recht, es ist nicht bei der Werkstatt das Rezept. Okay, dann mach das bitte. Hab ich. Das brauchen wir ja für die Quest und dann kann ich die Dinge auch herstellen. So, habe ich gemacht. Sollte jetzt da sein. Mensch. Immer diese Besserwisser. Das hat aber nicht wirklich Sinn gemacht, komm schon. Ja, aber ich hab's dir ja vorgelesen. Okay. Ich hab Hunger. Da. Oh, das hat er nicht viel gebracht. Wow, ich bin vergiftet vom gebratenen Fleisch. Ich weiß gar nicht warum. Hat auch kaum was gebracht. Ich komme mal nach Hause, ist schon ganz schön spät. Hätte ja gerne das Feld weitergemacht, aber das wird irgendwie nichts. Haben wir Frühling oder Sommer? Sommer, ne? Schon. Ich habe gar keine Fackel mehr. Habe ich nicht genug Stroh? Okay. Haben wir aber drinne. Glaube ich. Mich ärgert es, dass der eine Kirschbaum kaputt gegangen ist. Sehr ärgerlich. Nur weil ich abends nichts gesehen habe. Schade. So, ich bin jetzt da. Das ist auch stockduster. Gehen wir schlafen? Ja, ich gehe jetzt auch rein. Dann gehe ich mal in mein schönes Haus und du gehst in dein kleines Haus. Huch, der liegt ja hier schon, der Lotomir. Du sollst vorsichtig sein, mein Schatz. Lass mich deine Wunden versorgen. Oh, danke schön. Das ist ja nett. Weißt du was? Ich geh mal hier. Ich glaube, wir sind bereit. Ich liebe dich. So. Mal gucken, was passiert, wenn man selber jetzt schwanger ist hier. What a day. Bin hier mal gespannt. Ich muss mir noch mal eine Fackel herstellen. Habe ich hier noch Stroh gehabt? Ja. Oh, zu wenig. Okay, dann muss ich mir noch Stroh holen. Na, das machen wir mal hinten rein. Dann brauche ich mal ein bisschen was zu futtern. Unterwegs. Ach, ich habe ja auch noch ein Säckchen. Das kann ich auch verkaufen. Das bringt so viel. Also du gehst noch nicht ins Bett, ja? Ich bin gerade noch ein bisschen hier an Sachen rausnehmen, aber ich gehe gleich ins Bett. Ich will nur mal auch Sachen, die hier eigentlich gar nicht in meine Kiste gehören, sondern in die große Lagerkiste, höre ich mal gerade. Ich will nur wissen, ob ich mich hinlegen soll, ob ich noch mal was machen muss. Wir können es hinlegen. So. Schlafen bis zum nächsten Tag. Gute Nacht, Leute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye.